Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schauen wir mal Fallout 76. Wir sind bei Teil 7, 8 angelangt. Teil 7 habe ich gerade aufgenommen. In Teil 7 ist nicht allzu viel passiert. Ich habe endlich meinen Charakter weiter gesteigert und so. Das habe ich jetzt endlich alles gemacht. Ich bin jetzt schon wieder genau bei meinem Camp, weil ich dort quasi mehr oder weniger nochmal gespawnt bin. Seit dem letzten Mal, weil beim letzten Mal, wie gesagt, da waren wir ein bisschen weiter oben, da die Straße, haben dort aufgehört in Folge 6. Dann bin ich zurückgegangen zu meinem Camp, habe halt eben ein paar Sachen noch gemacht und gesteigert unter anderem. Dann bin ich runter in diese kleine Stadt gegangen und dort haben wir auf einmal einen Serverabsturz gehabt und die restlichen 20 Minuten habe ich nur gequatscht. Ich habe jetzt bis bei der Straße respawned, habe aber gemerkt, dass meine ganzen Waffen, alles was ich da aufgesammelt habe, dass das Ganze mitgenommen worden ist. Das heißt, wenn er mich lasst, genau, Dankeschön. Ich werde jetzt dann noch einmal da ein paar Sachen aufbauen, dass man jetzt... Was? Du kannst... Überschneidung? Was? Wenn es überschneidet, warum... Okay, danke. Die Rüstbank, ja, von mir aus stellen wir die da hin. So, ja, der Server dürfte nicht gerade der stabilste sein zurzeit. Waffending. Ah, warte mal, wir haben ja hier jetzt da auch die Bastelwerkbank, haben wir ja auch bekommen. Und eine Laborstation haben wir bekommen. Und die ist, okay, die können wir nicht bauen, weil wir keine Schrauben haben. Wo ist denn meine Truhe? Da ist meine Truhe. Er tut sich gerade wirklich schwer und ich weiß gerade nicht warum. So, pass auf. Waffen, ja, Gegenstände verwerten. Machen wir das gleich. Diese noch gut. Verwerten. Verwerten. Die Mistgabel heben wir uns auf. Schaufel heben wir uns auch auf. Jagdgewehr haben wir gefunden. Ja, das tun wir auch verwerten. Gut, meine Pumpgun ist noch die stärkste. Oder beziehungsweise die... Ja, passt. Gut. Den Filzhut haben wir gefunden. Den darf man auch verwerten. Schrott. Ja, da haben wir jetzt einiges. Gekommen, nicht schon wieder. Okay, ich probiere es noch einmal. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Schauen wir, ob es jetzt da weitergeht. Gut, das hat er wenigstens gespeichert. Das ist gut. So, den Schrott wollten wir jetzt da noch gar verwerten. Gut. So, jetzt haben wir das gemacht. Ich gehe jetzt nochmal zum Basteltisch. Was können wir denn da gar herstellen? Weil vielleicht können wir die ganzen verdorbenen Sachen... Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob wir dafür einen Basteltisch brauchen. Nee, das ist nichts. Das ist Munition herstellen. Okay. Mal ganz kurz. Die Blumen haben wieder nachgeladen. Die müssen wir doch mitnehmen. Herr Gott im Himmel. Ja, und ich schaue jetzt gar, ob ich noch da jetzt eine Laborstation dazu fusseln kann. Theoretisch könnte ich mir auch wieder so einen Wasserkollektor nein. Schrauben. Habe ich jetzt nicht gerade Schrauben herbekommen vom... Nein. Durch den Schrott habe ich das nicht jetzt bekommen alles? Ah ja, einen Bauplan haben wir ja auch noch bekommen. Gesamten Schrott lagern, ich bitte darum. Aber viel war das nicht. Kupfererz. Das wiegt nichts. Haben wir keine Schrauben mehr? Schrauben. Ich weiß gar nicht, unter was sind die? Drei ist gestanden, haben wir. Aluminiumschrott, zack, 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 Holzreste,
Knochensplitter. Was haben wir denn da? Drei Kleber haben wir drei. Wer hat mal hingeschrieben von wegen der drei Schrauben? Goldschrott haben wir drei. Baseball haben wir drei. Ich lese da gar nichts von irgendwelchen Schrauben. Aber bitte. Gut. Okay, warte, die Mistgabel gehen wir noch rein. Schaufel gehen wir noch rein. Immerhin durch das Update haben wir jetzt, wie gesagt, für die für die Kiste haben wir jetzt 600 statt 400. Das haben sie jetzt da aufgelevelt. Weißt du was, die Wurfmesser gehen wir auch rein. Die benutzen wir eh so gut wie nie. Das haben wir auch noch eine. Haben wir ein bisschen weniger da. Aber alleine die Kleidung ist nicht. Das sind die Hilfsmittel, was da so viel ist. Pass auf, wir geben das Blutpaket, gehen wir rein. Ja, die ganzen Behörden und sowas, die können wir vielleicht verkaufen. Heilsalben. Das sind lauter Sachen, die können wir eigentlich gut benutzen. Pfeffer. Gehen wir es rein. Psycho werden wir wahrscheinlich verkaufen. Ja, wir haben da viel schimmliges Essen. Ja, das haben wir mitgenommen, weil ich damit ja was basteln wollte. Aber weißt du was, wir geben das da rein. Wir geben überhaupt das ganze schimmlige Zeugs, was wir haben. Da Verdorbenes, das geben wir rein. Das geben wir rein. Das geben wir rein. Zucker geben wir rein. Skillkaugummi ist kalt, ich mal sogar. Und den Rest kalte ich mir ehrlich gesagt auch. Vielleicht aufbereitetes Wasser, dass ich das alles da reinhaue. Weil zur Not haben wir abgekochtes Wasser. Also wir haben auf jeden Fall noch genug, dass wir überleben. Gut, dann lassen wir das einfach. Wir bauen jetzt wieder den ganzen Schaß ab. Nee, ich will nichts bauen. Genau. So, wir lagern. Wir lagern. Und wir lagern das Lager. Gut, und jetzt auf ein neues. Schauen wir mal, vielleicht können wir jetzt die Stadt endlich fertig machen. Ich gehe auf jeden Fall nicht noch einmal in die Gebäude rein, in denen ich eh schon drinnen war. Okay, das sind Fäuste. Ich werde noch kurz auf die andere Waffe wechseln. Ah, Bauplan. Das haben wir schon. Gut, wie schauen wir denn aus? Wir könnten vielleicht noch was essen oder trinken. Oder uns ein Süppchen genehmigen. Legon am Stiel. Red Steak. Schlammbohnensuppe da. Ja, haben wir uns zwei davon rein. Passt schon. Und ich wollte mir ja eine Waffe noch nehmen. Mein Scharfschützengewehr. So, und wir können wieder laufen, weil wir... Nein, die Blumen nehmen wir nicht mit. Ich will jetzt schon, dass wir da weiterkommen. Holz. Holz können wir immer brauchen. Haben wir eigentlich eh genug, aber trotzdem nur für den Fall der Fälle, dass wir... Da waren wir schon drinnen. Gefahr heißt eigentlich das... Genau. Verstecken gilt nicht. Ah ja, versteckt gilt nicht. Wer fetzt da? Es wird unten kein Gegner angezeigt. So, wer da oben ist. Thank you.
Bowie-Mess. Okay, mal was Neues. Ist noch immer auf Gefahr, das heißt, da ist noch immer wer. Wer, was, wie, wo? Jö, ich habe einen Unsichtbaren. Willst mich verarschen? Nein. Bitte. Ich meine, das ist ein Mörderbug, ha? Du kriegst Schaden, obwohl keiner da ist. Jetzt bin ich versteckt, die Kampfmusik war noch immer. Jetzt ist aus. Kommt's, Bethesda, das könnt's besser, ohne Chance. Man kann sein, dass da drüben irgendwo einer ist, den ich nicht sehe. Aber ich glaube, es wird mein unsichtbarer Freund, der Hollow Man, sein, ne? Ja, kriegen wir Plastik raus, nehmen wir das. So, jetzt probieren wir es wieder. Wir gehen hier rein. Wobei, ich will nicht die haben. Wo ist mein... Wie viele haben wir jetzt von 10 mm? 121. Na, wir nehmen das. Gut, kurz einmal die Lage checken. Wer oder was da herinnen ist. Was hauen die weg? Nichts hauen die weg. Sehr gut. So, nix. Okay, ich habe mir gedacht, das ist ein zweistöckiges Haus. Naja, dann eben nicht. Frohe Fastnacht. Ja, okay, das haben wir. Wir haben schon mitgekriegt, dass die da Fastnächte durchzogen haben. Ne? Es ist nicht überliefert, ob es freiwillig oder unfreiwillig war, weil wenn man nichts zum Fressen hat, ne, dann kann man auch eine Fastnacht starten. Ich bin gleich hin. Okay, gut, haben wir das auch mal gesehen. Letzter Tod, bitte. Ich frage mich jetzt aber gerade, warum ich gestorben bin, weil das kann nur sein, dass ich irgendwas gehabt habe durch diesen unsichtbaren Krieger, dass der mich entweder mit irgendwas infiziert hat. Mich hat es nur gewundert gehabt, weil ich halt eben den Herzschlag gehört habe. So, jetzt hebe ich mein Doggy Bag angeblich auf, wo Schrott drinnen sein soll. Wie gesagt, ich bin ja noch nicht gestorben, das haben wir ja noch nicht gesehen. So, hier muss gewesen sein. Ja, da liegt er. Okay, das war's. Gut. Das können wir nicht. Ja, okay, nehmen wir Holz einmal mit, kriegen wir Holz wieder ein bisschen was. Wie gesagt, ich möchte mich ein bisschen zurückhalten mit Stahl. Am gescheitesten waren irgendwelche Putzmittel, dann eben Bleistifte. Und ich brauche dringend Schrauben. Also Löscher ist zum Beispiel sehr gut. Da ist ein Wein, ja, okay. Gewürze, Fancy Lady. Da ist nichts. Goldene Gabel, Zahnpasta, da ist ein Siedler. Sackerl hat auch nichts, Becken. Checkliste, Essenscheckliste. Gunther. Besteck, Kochtöpfe, Priorität. Und Konserven. Ja. Bierflasche brauchen wir nicht, Dinnergabel brauchen wir nicht.
So, das war das. Dann haben wir das ausgeräumt. Wie gesagt, da war jetzt noch nicht allzu viel Besonderes drinnen. Oh, können wir. Ah, sehen wir das Vorkriegsgeld. Das nehmen wir mit. Ja, das nehmen wir alles mit. Und wir haben Gefahr. Kommt der Hollowman zurück? Ja, wir nehmen wieder Salz und Pfeffer mit. Und von mir aus die Dinger nehmen wir auch mit. Wieder die Teller. Okay, ich muss auf jeden Fall meine Wahrnehmung steigern, weil, ich meine, wir haben schon wieder Gefahr und wissen wieder mal nicht von was. Weil es kann viel bedeuten, Gefahr, es kann... Und ich, was ist mit mir los? Gut hydriert? Weil seitdem ich angefangen habe, meine Lebensenergie ist... Schau dir das an! Wegen was? Ich meine, von mir aus, pass auf, ich nehme jetzt ein Dingele, das eh nicht so viel bringt. Aber was soll der Scheiß? 21 Minuten Ausdauer plus 2 und durch Steampack Gesundheit wiederherstellen jetzt in der nächsten Zeit. Ich bin gut hydriert, habe eine bessere Regeneration, bessere Krankheitsresistenz, aber ich verliere Lebensenergie. Weil ich wahrscheinlich besessen bin vom Jabba-Wookie oder irgendwie sowas, ne? Ich habe schon wieder Lebensenergie verloren. Ja, wüssten. Oder haben wir halt echt irgendwelche... Gut. Wenn wir schon mal im feindlichen Territorium sind, dann spielen wir aber mal die Friedensflöte oder die Friedenstuba. Und ich warte, bis ich den Bonus bekomme. Und kommt mir das nur so vor, oder hat mein Charakter jetzt auf einmal eine andere Hautfarbe bekommen? Oder sitzt der nur einfach im Schatten? Weil... So, ich bin jetzt in guter Stimmung. Sehr gut. Aber ich sterbe. Langsam aber sicher sterbe ich. Gut, an sich möchte ich ja schon, dass ich rauskomme aus der Stadt. Weil die bringt mir den Tod, so wie es ausschaut. Gut, dass da vorne wieder Gegner sind, das ist eh normal. Nehmen wir mit. Irgendwer gestorben. Ja, und ich sterbe auch gleich. Schau noch kurz nach, ob da irgendwas drinnen ist. Nein, ist auch nichts drinnen. Finden wir vielleicht Zuflucht? Nein, ich glaube nicht. Die Stellung da. Ah, da oben. Wenn ich sterbe eh gleich. Ah, da. Yeah.
Nur schnell rauf, bevor ich den verliere. So, pass auf. Ich werde es jetzt trotzdem machen, dass ich mir da irgendwas reinpfeife. Machen wir das. Und essen wir Steak. Nehmen wir verbrannte Asche. Ah, Laborstation. Und ich hab meine Dinger nicht dabei. Ich bin nicht registriert. Wer war's? Okay, das ist blöd. Da haben wir wieder mal einen Raider. Naja, der schaut noch irgendwie menschlich aus. Sammeln! Das Murmeln der Schwachen, das Geflüster der Treulosen, vielleicht ein weiteres Opfer, lebend und schreiend, auf das sie sehen und die blasphemischen Schlunde zunähen mögen, sofern der Ernter es will. Ich schaue jetzt nur gleich, da drüben hätten wir noch, genau, da haben wir noch was. Und da drüben wäre noch eine Leiche. Vorkriegsgeld, Birk, ja, nehmen wir alles mit. Haben wir noch nicht. Oh, Katzenfleisch. Das schaut gefährlich aus. Schachtel Chick. Und wen haben die da verehrt, bitte? Okay. Wir verehren den da nicht, also nehmen wir es. Baseballgranate, Chemikas lassen wir da stehen. Da haben wir Waffenwerkbank. Dies und unten die Laborstation werden wir uns dann kurz anschauen, wobei eben ich habe die ganzen, das verfaulte Essen und sowas habe ich schon weggeräumt, weil wir das irgendwann einmal selber bauen wollen bei uns im Lager. Und ich bin auch noch gespannt, weil ich drücke bis auf einmal oder zweimal, da ist mir unabsichtlich passiert, ich will da nicht runterfliegen. Da ist mir unabsichtlich passiert, dass ich Sachen wirklich verwertet habe, aber ansonsten, ich tue immer die ganzen Waffenbänke, Rüstungsbänke und so irgendwas, tue ich alle lagern und ich hoffe, dass das Spiel das auch überreißt, dass ich da lager. Ja, nehmen wir mit, können wir verwerten. Buffout. Munition ist ja auch nicht schlecht. Und irgendwas, gibt es da irgendwas von wegen? Da war mal... Bei hohen Sachen, wenn man irgendwo hinschaut, gibt es da irgendwas, wo man drauf drücken kann, aber ich glaube nicht, dass ich da... Okay, vielleicht sind das die falschen Türme, weil es heißt immer Aussichtstürme und ich bin ja gerade in einer Kirche, also das ist ein Kirchturm. Gut, na, wenn wir schon mal da sind, Gegenstände verwerten, modifizieren, da haben wir jetzt nichts. Ja, verwerten, das Bowie-Messer lassen wir noch. Den sollte man langsam reparieren. Okay, den Bauarbeiter. Oh, das lassen wir. Das können wir verwerten. Den ganzen Schrott haben wir sowieso verwerten. Gut, dann haben wir das. Und dann gehen wir jetzt runter und schauen uns die... Ist ja, ah, da liegt noch einer. Sehr gut. Ah, gut. Der hat er gut. Na, sonst gibt's da nichts. Herstellen. Was. Da könnte ich mal schauen. Zumindest für. Na, das ist auch wieder das Beste. Schmelzen. Ja, verlassen. Verlass diese Gegend. Wir haben gerade irgendwas inhaliert, was wir nicht hätten sollen.
ich will die Gegend noch nicht verlassen. Jetzt können wir ja weiter plündern gehen. Und so wie es ausschaut, hat er mein unsichtbarer Feind von mir gelassen. Ah, Klavier. Cool. Weiß zwar nicht, für wen ich gestimmt habe, aber ich habe gestimmt. Ich war ein braver Wähler. Ja, bitte gerne. Bitte gerne. Gut, wir schauen noch nach. Ist da irgendwas? Nein. Wie schaut es draußen aus? Da oben waren wir auch noch nicht. In der Folge habe ich es, glaube ich, noch nicht erwähnt, aber eigentlich... Wieso kann man das nicht mitnehmen? Das ist zum Nachfüllen von einem Vorderlader. Stuhlsitz. Kochstelle. Bettchen. Bürgerkriegszylinder. Huh. Man kann sein, dass das gerade geplündert worden ist von einem anderen Spieler. Ich nicht wissen. Gut, das haben wir das letzte Mal geplündert. Da waren wir eigentlich auch drinnen, oder? Zumindest in dem Haus waren wir. Ich glaube, da sind wir nicht reingegangen. Doch, da waren wir auch drin. Für was stecke ich es ein? Ich brauche sie gleich wieder. So, dann haben wir das. Dann haben wir das. Da waren wir jetzt gerade drinnen. Da waren wir noch nicht drin, oder? Ja, da waren wir noch nicht drin. Weißt du was? Die haben eh noch nicht ausprobiert. Danke, schon wieder ein Bug und wieder einen unsichtbaren Feind. Ich meine, ich kann mir vorstellen, es liegt an der Uhrzeit, wann ich spiele, aber... Es nervt. Das, sowas nervt dann wirklich. Na Blödsinn, da ist, das ist glaube ich der Bahnhof. Weil in der Stadt waren wir eh schon, da haben wir ein bisschen was gemacht. Ich glaube, das war für die Hauptquest, haben wir da was weitergemacht. Ich meine, da können wir nachher dann auch einmal in die Stadt reingehen. Jetzt will ich gerade nicht durchgehen, weil ich keine Ahnung habe, ob ich da jetzt dann auch gegen Unsichtbare kämpfe, die nicht besiegt werden können und die mich nur Meier machen. Da gehen wir lieber und holen uns ein paar Pflänzchen. Mein Arzt hat mir eh gesagt, oder sagt mir das öfter, ich soll öfters rausgehen in die Sonne. Also machen wir das auch mal. Na, er hat schon recht gehabt, ja.
Eigentlich sie, Entschuldigung, meine Hausärztin ist eine sie. Genau, das ist jetzt so die Zugstation. Können wir auch noch schauen, ob wir was plündern können, wenn wir schon da sind. Und ich habe es zwar noch nicht gemacht, aber es ist ja möglich. Man kann schnell reisen in dem Spiel, aber es kostet Kronkorken. Das ist nicht so toll. Ein echter Wodka, yeah. Saufen für Fallout 76. Spiel mal Banjo. Ich weiß nicht, ob ich noch immer gut gelaunt bin oder gut gestimmt. Tja, jetzt sind wir in guter Stimmung. Wer weiß, vielleicht hilft uns das Charisma Vielleicht hilft uns das Charisma mäßig dann beim Plastik. Beim Roboter da drinnen, beim Verkäufer. Wenn wir da bessere Prozente rauskriegen oder was. Aha, kleine Wirbelsäule, wunderbar. Er schaut leer aus, also wird er wahrscheinlich auch leer sein. Danke dafür die lange Ladezeit. Also das ist der Bunker. Mais und Vorkriegsgeld. Wunderbar, 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 wunderbar. So, was haben wir hier herinnen? Kronkorken. Was ist das? Oh! Okay. Und wir haben wieder ein Radio, damit kannst du es wieder vergessen mit monetarisieren. Ah, meine Kiste. Schauen wir mal kurz, was da ist. Willkommen an der Station Sutton. Bitte wählen Sie eine der nachfolgenden Optionen. Ticketinformation, geschätzte Wartezeit. Da brauchen wir nichts. Und hier auf der Karte ist auch cool. Da kann ich mir, wenn ich will, genau. Also ich kann mir hier auf meiner Hauptkarte jetzt quasi durch diese Buttons kann ich mal eintragen lassen, wo eine Station ist. Ich glaube, die, auf der ich gerade war, die ist da unten. Ist okay, aber ja. Ich meine, wäre vielleicht nicht so schlecht, weil wenn ich später dann einmal eine Station suchen soll zum Verkaufen oder was. Der Herald unterstützt. Stützt Queen Carter? Was? Achso, okay, das ist das richtige Ding. Ring für Größe, Glasgift. Jo, okay, Aluminium kann man ja immer brauchen. Ich frage mich, wo das Radio ist. Ich meine, ist jetzt da wurscht, aber. Schonsautomat, cool. Kennen wir auch noch nicht. Ja, Schere nehmen. Ah, da ist er. Ich setz mich in den Radio, hör auf! Danke. Ich mag die Musik gern, überhaupt halt eben das Lied mit Deneke habe ich sehr gern, aber es wird eh schon wurscht sein und wie gesagt, so viel spürt sie bei meinem Kanal eh nicht ab. Automat für medizinische Geräte. Aber trotzdem wäre es schön, wenn ich da ein bisschen was monetarisieren kann. Alter, 2, 4. Du kriegst nix für die Sachen. Was, für was hätte ich da was gekriegt? Bürgerkriegszylinder für den Griff 15. Dafür ist der wahrscheinlich auch 1500 wert, ne? Ja, für die ganzen Sachen kriegst du auch nix. Für den Schrott kriegst du auch nix. Gut, okay. Ich meine, ist auch ein Automat, ne? Also. Der hat da wahrscheinlich nicht was. Wie schaut es denn da aus? Ich meine, wir haben 188 Kronkorken.
5 Kronkorken für 45 Schuss ist aber nicht einmal so schlecht, muss ich zugeben. Also wenn das wirklich stimmt. Wie viel haben wir denn Munition eigentlich? Ne, unsere Munition würde ich gern sehen. Lass mich rein, ich will dich ausrauben. Starren Sie mich an. Wie wär's, wenn Sie was kaufen, statt nur zu starren? Der Verkäufer haftet nicht für Ihre Sicherheit oder die Sicherheit der erworbenen Waren. Haben Sie einen schweren Tag des Tötens und Plünderns hinter sich. Können wir tauschen? Keine Lust, alles mit zurück zu schleppen. Verkaufen Sie es hier. Kleidung. Okay. Der hat Kleidung, der hat Hilfsmittel. Jetzt verfügbar. Waren aus Frage. Gutzeug, Raiderleder. Hast du mit Taschen? Werkzeugkiste? Hä? Schrott, er hat jede Menge Schrott. Okay, was hast du denn da? Ballistische Fahne, Beton, Blei. Ja, für 20 Blei, okay. Federn, 187. Gummi, wie schaut's aus mit Schrauben, ha? Schauen wir mal, ob wir da vielleicht was verkaufen können. Nein, das nicht. Bereiten Sie eins. Du kriegst 3 dafür. Die Hellsalbe kriegst 2. Legon am Stiel. Ja, verkaufen wir's. Kriegen wir wenigstens ein bisschen Geld. Bitte beachten. Möchte gern Langfinger werden durch Verlust. Ich benutze ihn nicht. Redex, da tun wir 1 verkaufen. Ich will nur schauen, dass ich ein bisschen Geld zusammenkriege. Verdünntes Redex, wenn wir 3 verkaufen. Ich meine, ist lustig eigentlich, was bei den Blumen, die ich eh sammle, für die kriege ich 1 für 1. Das ist eigentlich gar nicht mehr so ein schlechtes Geschäft. Kommen Sie nicht auf dumme Gedanken. Die wiegen aber eh nichts. Oder relativ wenig. So, das Skill-Kaugummi ist, wenn die wenigstens was wert wären. Steampacks ist sicher, ja, die werden wir verkaufen. Whisky, Wodka. Das ist alles nichts wir wert. Bitten darum, nicht auf andere Kunden. Ich verkaufe da meine Dinger. Einkaufs einzustechen. Ich verkaufe die Buffert. Ich benutze die nämlich auch nie im Spiel. So, weißt was? Ich glaube, das war schon wieder. Sie Munition, Camps oder spitze Dinger, mit denen Sie Leute erstechen können. Hier werden Sie vielleicht fündig. Ich brauche wieder mal was. Gut, jetzt fahren wir da mal. Okay, also es gibt ein paar Sachen, aber nichts Weltbewegendes. Ja, oder was ist das? Ah, Drop. Ich wollte es jetzt eh nicht abfetzen, ich wollte nur schauen, wo es droppt heute eben. Und ich. Okay, ich glaube, da schießt jemand gerade auf den. Jetzt kann ich wieder anfangen mit dem Blumen sammeln. Nein, brauchen wir nicht.
Okay, ich sollte mir vielleicht wieder mal was reinhauen, essenstechnisch, beziehungsweise dass wir wieder ein bisschen heilen. Ich frage mich auch gerade, warte mal. 151 Trefferpunkte haben wir gerade. Ich gehe nur gleich ein bisschen schauen, ob es da irgendwo eine Blume gibt, also Blümerle gibt, dass ich wieder. Der Baum hat ihn nichts gebracht. So, also meine. Ja, ist wurscht. Das brauche ich nicht mehr nachschauen. Jetzt bin ich eh attackiert worden. Und ich habe mal Steampack genommen. Menschlicher Kiefer. Das erste Mal, dass wir auf Supermutanten gestoßen sind. Aber die haben wenigstens was. Und wir haben ja hier eine Ader gefunden. Da würde mich jetzt da dann auch interessieren. Ja, ist ja wurscht, wir schauen einmal, ob wir da was abbauen können. Okay, also wir haben zwei gefunden. Wahrscheinlich, wenn wir die Spitzhacke gehabt hätten, hätten wir vielleicht mehr draus bekommen. So, was habt ihr verteidigt, bitte? Was ist denn da drin? Wahrscheinlich wieder mal absolut gar nichts. Die Kommode. Schmutziges Wasser. Ein Holzhaufen. Ich meine, ich nehme es mit, weil ich... Okay, Becher ist wieder was anderes. Ich nehme es mit, weil ich einfach nicht weiß... Pizzatablett. Was wir daraus kriegen. So. Das, ja, Krug. Die Kissen können wir nicht mitnehmen, ne? Nein. Na, mörderhaft, Alter. Das würde ich auch mit meinem Leben verteidigen, da. Als Supermutant. Gut, wir sind am Arsch der Welt. Oder zumindest sieht man gut von da. Ja, den... Diesen Bug, sage ich jetzt einmal, den habe ich auch schon in anderen Videos gesehen, wo sich dann die Leute abgeweckt haben. Wo ist er? Ah, jetzt ist er gerade wieder weg. Dass quasi durch den Felsen hast du die Sonneneinstrahlung. Das war ja gerade kurz. Aber ich... Ja, sowas finde ich nicht tragisch. Mit sowas kann ich auf jeden Fall leben, mit den, dass der Server auf einmal zusammenbricht oder eben du musst gegen unsichtbare Gegner kämpfen, die dich töten können und du kannst nichts dagegen machen. Das ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Und da herum ist absolut gar nichts. Ja, ein wilder Ghoul. Da wäre es auch cool, wenn ich zum Anfangsgebiet zurückgehe. Ja, ist ja wurscht, nehmen wir kurz. Nein, das nehmen wir jetzt noch nicht. Silbermedaillon nehmen wir wiederum mit. Von mir aus kriegen wir noch ein Plastik raus. Aus den ganzen Sachen. Die Laterne können wir nicht mitnehmen. Haben wir einen Baseballschläger genommen. Gut. Dünger ist okay. Baseball lassen wir da. Das war's. Der Fang des Tages!
Also zum Anfangsgebiet könnte ich dann wieder mal zurückschauen, weil da war so eine Militärbasis, wo ich eigentlich hin wollte. Nur damals habe ich es mir anders überlegt. Ich habe was missinterpretiert damals, weil hier und da sind wir schon auf Gegner gestoßen, wo oben dann so eine Krone drauf ist. Und das ist aber, ich habe es falsch gedeutet. Ich habe gedacht, das sind legendäre oder Elite-Truppen oder was. Im Endeffekt, es sind stärkere von diesem Level, aber es sind keine legendären. Also deswegen, bei legendären Gegnern hat man ja die Möglichkeit, dass man auch legendäre Gegenstände kriegt oder halt eben coole Waffen und so irgendwas. Aber das war's ja nicht. Gut, jetzt sind wir da wieder am Anfang. Ich werde jetzt aber doch noch in die Stadt da gehen. Wie gesagt, zum Verkaufsdingele, das bringt's nicht. Ist zwar schön, dass man die Möglichkeit hat und hier und da gibt es auch interessante Sachen und so, aber alleine mit unserem Charisma-Level ist eine Katastrophe. Dass man aber sowas von abnubbeln. Und ich war da eh noch nicht wirklich drinnen, bis auf die eine Werkstatt, die habe ich mal angeschaut. Goldene Gabel, ein feines Häuschen hier. Okay, was hat der da mit diesem Pferdchen davor, der Vorbesitzer? Hm. Schicke Habis, die nehmen wir auch mit. Gut, was gibt's da noch? Ah, sehr gut. Aber das habe ich, glaube ich, schon vor Ewigkeiten habe ich das einmal gelootet da. Aber es respawnt ja fast alles. Das hat ja auch was Schönes. Was ist das? Sammelt ihr? Ach so, da gibt's Vorräte. Level 69 ist da. Ja, bitte. Anführer-Tagebuch. Das ist doch echt unfassbar, wie diese Typen auf meinen Quatsch anspringen. Das ist so viel einfacher, als sie zusammenzutreiben und sie für ihren Kram umzulegen. Ich brauche einfach bloß einen bereitwilligen Blödmann, der mir den Großteil der Arbeit abnimmt. Es werden schließlich jeden Tag mehr. Vielleicht Eves oder Margaret. Ja, Margaret wäre vermutlich besser, weil mich keiner für eine alte Oma sitzen lassen wird. Eves konnte mir mit seiner seidigen Schmalzlocke und diesem netten Lächeln noch die Schau stehlen. Ich sollte ihm dazu bringen, dass er sich den Kopf rasiert. Immer diese Fragen, Margaret. Nun, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Wer so viele Fragen stellt, wird niemals die Erleuchtung finden. Das setzt nämlich voraus, dass man seine eigenen Schranken durchbricht, die einen am Weiterkommen hindern. Ich werde hier unter vier Augen sagen, dass sie bloß durch Loyalität überwinden kann. Vielleicht hat man sie in ihrem früheren Leben ja hintergangen und deshalb kann sie niemandem vertrauen. Das ist perfekt! Margaret hat mich in den Seidenhöschen von einer neuen Rekrutin erwischt. Ich glaube, die kriegt langsam spitz, was hier wirklich läuft. Ich werde einfach weiter an ihre Eitelkeit appellieren. So soll sie doch den Neuen beibringen, wie der Hase läuft. Dann muss ich einfach immer schön glückselig lächeln und tiefgründiges Zeugs faseln, damit keiner vergisst, wer hier der Heilige ist und das Sagen hat. Nicht die alte Giftnudel, sondern ich. Niemand wird dir auf dem Weg zur Erleuchtung folgen, Margaret. Okay, wer hätte gedacht, dass fromme Leute einen Elefanten aus einer Mücke wie Seidenhöschen machen würden?
nächste. Ja, netter Spieler. Ich habe es aber jetzt nicht gesehen, ob er das wirklich genommen hat. Weil mit R... Ich meine, schauen wir mal ganz kurz, wenn wir da Emojis machen. Nee, das... Wie macht er das? Ach so. So machen wir das, okay. Gut, da gibt es aber jetzt eh nichts. Hallo! Was? Nein, ich will den... Ah, das habe ich auch schon mal gehört, von wegen der... Na, da hast du hinten einen, den kannst... Jo, Winkler Wecker, ja, du nur so Polizisten-Sonnenbrille, so, das haben wir eh. Gut, aber ja, passt schon. Dr. Faust. 335. Da wiederum bin ich ehrlich gesagt froh, dass dass das PvP komplett für den Arsch ist, weil, oder halt eben teilweise hin, weil ich, wie gesagt, ich möchte gar nicht jetzt mich irgendwie da herumduellieren mit irgendeinem Lustigen oder was, das ist mir wurscht. Und wenn das halt eben anders funktionieren würde, in dem Sinne, dass ja, du quasi angegriffen werden kannst und jeder macht immer gleich den vollständigen Schaden, wäre es halt eben auch, das wäre total für den Arsch. Weil wenn du da nicht hochgelevelt bist, wirst du dann mehr gemacht von irgendwelchen hochstufigen anderen Mitspielern, weil dann würden sie wieder ihr wahres Gesicht zeigen, wie die Leute eigentlich wirklich spielen und dass halt eben, dass er noch taugt, dass andere Leute niedermachen. So. Also wir müssen jetzt da wieder schauen, dass wir da... Wow, die ist riesig. Sicherung, den Schraubenschlüssel lassen wir. Wobei, wenn... Ah, siehst du, Blödsinn. Die verstellbaren Schraubenschlüssel, die haben ja auch eine Feder oder Schrauben drinnen. Seife. Wir nehmen natürlich die Seife. Ja, Spüllappen nehmen wir auch mit. Ja, alle Lappen. Nein, die... Wurscht. Hey, da ist was zum Reinigen. Und Zigaretten. Sehr gut. Antiker Globus. So, spinnt. Der spinnt. Ah je. Der Server reagiert wieder mal sehr langsam. Kombi-Schraubenschlüssel. Genau, verstellbarer Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel! Und wer ist das da? Werkstattnotiz. Weißt was, ich lasse das jetzt einmal. Wir sind außerdem eh gleich... Ah, das ist ein echter Whisky. Das ist nicht einfach nur die Flasche. Wir sind eh gleich am Ende von dieser Folge. Beziehungsweise sollte ich jetzt langsam mal sicher aufhören. Was haben wir da? Das gehört zum Auto dazu. Vorräte. Ja, das war ich. C.
Sehr gut, sehr gut. Gegenstände verwerten, das wollte ich nämlich unbedingt schauen, dass ich das nur irgendwo finde. Ich bitte darum, verwerten Sie alles, was nicht niegel- und standfest ist. Ja, den verwerten wir auch. 150 ist der Wert. So, das Pastorengewand haben wir schon einmal, deswegen können wir das dann auch verwerten. Jö, na, da haben wir einiges gefunden. Wieso ist das? Wieso ist das ein Favorit? Das ist ein Favorit, aber nicht das. Okay. Was haben wir da gefunden? Kalibriert. Schlagstock, das ist der erste, den wir gefunden haben in der Richtung. Bowie-Messer ist auch das erste, was wir gefunden haben. Da könnte man auch raufschauen, also nicht unbedingt in der Folge, aber dass wir rauf zum Roboter gehen, da hätten wir unser... Da hätten wir unsere Kiste. So, jetzt können wir auf jeden Fall wieder laufen, das ist auch schön. Ich höre schon wieder irgendwen fetzen, das heißt, es ist schon wieder wer in der Nähe. Dann würde ich einfach mal sagen, wo könnte man sonst noch hin? Wer ist das? Ah, das ist der, okay. Also ich glaube, der wird mich noch am ehesten in Ruhe lassen. Als der andere Lump da. Ja, ich glaube, wir schauen uns das nächste Mal einfach die weitere Umgebung an. Schön. Und irgendjemand hat eine Falle ausgelöst. Ich begebe mich nur ganz kurz ins Wäldchen. Wenn ich nämlich mich abmelde, dass ich da spawn und nicht unbedingt in der Stadt. Und ich finde, seitdem ich sie verkauft habe, keine Rußblumen mehr. Traurig, traurig, traurig und tragisch natürlich zugleich. Heißt dann, einfach ins Gebüss. Ich hau mich da hinter diesem Baum. So, jetzt. Psst, ups. Gut, ja, Level 8. Apropos Level. Nee, haben wir nicht. Folge 8 war das jetzt. Ist auf jeden Fall ereignisreicher gewesen als Folge 7. Wir haben da mit einigen Bugs zu kämpfen gehabt heute, aber das würde ich eher auf die Serverprobleme zurückführen und jetzt nicht aufs Spiel direkt. Wir müssen auf jeden Fall wieder uns heilen in der nächsten Folge, aber wie gesagt, das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich hoffe trotzdem einmal, dass euch jetzt der Folge 8 gefallen hat. Ich wünsche euch natürlich wieder einen schönen Tag, beziehungsweise einen schönen Abend. Vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch, bleiben geil. Tschüss. Papa.